Nein, hoff, mich zu töten, Alter! Was zur Hölle? Hä? Bitte, komm, komm, Spark, bitte. Spark, bitte lass mich in Ruhe, bitte. Hier verstehe ich echt keinen Spaß mehr. Das ging zu weit. Was? Warum? Hä? Hey, ich hab doch nur ein paar Dias geklaut. Ich sag dir, mach das noch einmal und demnächst gibt's auch einen Bann. Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 8. Und wie ihr gerade gesehen habt, geht es heute ein bisschen heiß her. Ich habe mit Rotpilz ein Hühnchen zu rupfen. Was da abgeht, und seht ihr jetzt in dieser Folge. Und falls ihr Neues mich noch nicht kennt, wie immer, würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren. Weil dann werdet ihr weiterhin sehen, wie ich verschiedene Leute in Craft Attack verprügeln werde. Nein, chill, schaut in die Folge rein. Und falls ihr auch noch ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus dalassen würdet, wäre auch wahnsinnig lieb. Vielen, vielen Dank, hilft immer immens. Danke für den Support. Und jetzt geht's los mit der Folge und viel Spaß. Heute werden wir was ganz Besonderes machen. Wir kämpfen gegen Naruto. Oh my god, Namte do desu ka? Ah! Eieieiei! Richtig. Und das Coole ist ja, die kämpfen immer nur mit kleinen Kunais, aber Netherite-Schwert macht ein bisschen mehr Damage. Down! So, perfekt. Den hast du? Genau, den habe ich. Pass auf, ich habe mit Rotpilz einen Deal. Ich würde ein bisschen Köpfe sammeln, tatsächlich. Und. Ne? Und so? Yes! Ist das wieder so eine Kopfsache, schreibt Glim. Nein. Ah, geil! Ja, die Sache ist halt die, um Köpfe zu farmen, ist, glaube ich, ganz angenehm, wenn wir. Ist halt doof wegen den Leveln immer. Und wenn Rotpilz das gerne macht, ich habe gesagt, pro Kopf ein Dia. Kakashi-Sensei. Ja, das ist ja mal das ultimative Business. Ja. Fürs Sterben bezahlt werden. So, next one. Oh, irgendwann konnte ich nicht hauen. Ja, das ist die Respawn Protection, glaube ich. Ah, genau, ich kann nicht die ganze Zeit. Sehr gut, dann haben wir einmal die komplette Palette. Okay, die haben wir. Fünf. So, jetzt brauchst du einmal fünf von denen hier. Ich habe die auch extra so benannt. Dass ich genau, weiß, das ist toter Spark in Anführungszeichen. Der crazy Spark. Also, ich habe einfach mal so auf Vorrat jetzt, keine Ahnung, vielleicht können wir auch ein paar mehr machen, ist egal. Irgendwie aber du, mir ist das recht, also. Ja, ja, nee, gerne. Ich habe da jetzt nicht mit kalkuliert, das ist einfach nur ein bisschen auf Vorrat. Ich habe immer mal gebraucht. Oh, das wäre geil, wenn Pockwurz überall Ecken sind, wo ein toter Spark liegt oder so, weil mich irgendeiner abgemurkst hat. Komm, wir machen irgendwie, weiß ich nicht, so 15 oder irgendwie sowas. Ja, also mir ist es recht, also. Gerne. Ich zieh die Köpfe dann einfach gleich zusammen. Funds haben wir genug. Ist nicht schon die Dias regnen. Ja, überleg mal, jeder tot, Dia. Dia. 13. Leute, stellt euch das mal vor. Das 15. ist doch maximale Stonk. Ja, nee, also wenn ich die schon mal hab, dann passt das. Okay, 15 Köpfe habe ich. Okay, das haben wir. Jetzt kommt ein witziger Skin. Ja. Einfach nur so just in case. Hallo, ich bin. Das bringt Falles. Man weiß ja nie. Ich finde das aber extrem cool, dass die Köpfe gespeichert werden, auch wenn der Spieler den Skin ändert. Das war früher, glaube ich, nicht so, oder? Da wurden die Skins doch bestimmt aus der Datenbank immer abgerufen. War da nicht irgendwas? Ich glaube, ja. Das war so ein bisschen buggy. Viele sagen immer, der frühe Vogel fängt den Wurm, aber ich sage immer, der geduldige Vogel fängt den Wurm. Ja, du, ich bin ultra geduldig. Also, mein Geduldsfaden, der ist aus Stahl. Yeah, baby! der war so gepasst, oder? Ja. Mein Geduldsfaden ist aus Stahl. Jetzt musst du rumschreiben. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein, bitte, lass mich in Ruhe, Hilfe. Falls Leute jetzt einschalten. Spark, ich wollte keine Dias bei dir klauen. Wirklich, es tut mir leid. Wirklich, ich klaue auch nie wieder. Bitte bann mich nicht. Ganz ehrlich, okay? das gibt sowas von Ärger. Das reicht mir jetzt. 70 Mal Spark, mindestens. Bitte nicht, Spark. Ja, darauf kann ich nur eines sagen. Vielen Dank für das Pre-Intro. Ich weiß, wie es läuft. Soll ich das dann mal ein bisschen authentischer versuchen? Ja, kannst du gerne. Nein, hoff, mich zu töten, Alter! Was zur Hölle? Hä? Bitte, komm, komm, Spark, bitte. Spark, bitte lass mich in Ruhe, bitte. Hier verstehe ich echt keinen Spaß mehr. Das ging zu weit. Was? Warum? Hä? Hey, ich hab doch nur ein paar Dias geklaut. Ich sag dir, mach das noch einmal und demnächst gibt's auch einen Bann. Okay, nee, das passt schon. Nice. Da brauchen wir Köpfchen. Das hört sich so anders, als wenn man Intelligenz braucht oder so. Danach soll Rotpilz das mal mit Spark machen. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt genug Spark-Köpfe, das lohnt sich ja gar nicht. Ja, eben. Ich habe doch einfach dieselben Köpfe. Ja. Aber ich finde das krass, dass das Schwert. Oh, ich würde mir gerne mal so einen Stärketrank eigentlich reinpfeifen, würde ich One-Hitten mit, oder? Und dann noch Beacon auf Stärke geht doch auch noch, oder? Ich glaube, nur der höchste Stärke-Effekt zählt. Die Stärke stackt sich ja halt nicht, ne? Ah, schade. Wer die meisten Tode in Craft Attack haben? Rotpilz, ja. Safe. Auf jeden.
Ja, aber nee, ich bin eigentlich sogar ein bisschen stolz drauf, muss ich zugeben. Das mit den Köpfen ist aber echt delicious, oder? Ja, schon. Hat oder? So viel gemacht, fand ich. Auch hier so viel Detail, was du reinkriegst. Unfassbar geil. Ja, ich habe da auch insane viel gemacht mittlerweile. Du hast ja mindestens 7 verschiedene Bücherstapel oder sowas. Ja, ja. Hast du in das Hexenhaus mal reingeguckt eigentlich? Ich habe mich noch nicht reingetraut, sagen wir so. Ich wusste jetzt nicht und deswegen, also, ich kann da gerne gleich mal reinschauen. Von außen habe ich schon gesehen. Das war nämlich auch ein ekliger Grind auf jeden Fall. Achso, einmal ganz kurz unten. Ich habe irgendwie Ancient Debris, hast du da drin stehen oder sowas? Ja, ja. Das habe ich gesehen. Sogar Nether Stars da drin. Und also, halten uns occasionally um's Wetter und Pogwarts, während ich die ganze Zeit kille. Und wie geht's dir? Ach, mir geht's fein. Alles klar, dann ja, guck mal da demnächst, bauen wir ein kleines bisschen was. Willst du noch einen Tee haben? Soll ich einen aufsetzen? Nee, oh, okay, dann doch nicht. Ja. Ich dachte, dass überall Mitarbeiter dann hinsetzt bei mir in die Base von Leuten, die da arbeiten. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche oder so, I don't know. Ja, einfach alles von der Spark, Leute. Zwei, die gerade sich unterhalten, den Klemmbrett angucken oder so. Der nächste trägt irgendwie was durch die Gegend, I don't know. Ah doch, ich bin echt gespannt. Aber du hast benutzt immer noch nur normales Vanilla-Texturen vergeht, ne? Ja. Weil ich hab mir nämlich, kennst du Vanilla-Tweaks, oder? Vanilla-Tweaks kenne ich, ja. Da gibt's nämlich, ich habe mir quasi in mein Texture-Pack einfach nur das mit den Rüstungen reingemacht, dass sie nicht mehr diese Knieschoner haben, sondern dass die quasi komplett einfarbig sind. Das lohnt sich eigentlich übel. Weil da kannst du nämlich denen so Lederrüstung geben, die dann nicht mehr diese komischen Flecken haben. Okay. Sieht eigentlich richtig nice aus. Ja, ich halte mich trotzdem immer gern an Vanilla, ist mir eigentlich zu viel Spielerei und keine Ahnung, ich hab's am liebsten einfach mal unkompliziert clean und ich finde das auch nicht so schlimm eigentlich. Das passt schon. Hab ich nie verstanden, warum die so komische Knieschoner haben, muss ich zugeben. So, das ist jetzt genau 455 Tode, na komm schon, ein Stack mache ich vorhin mit meinen eigenen Köpfen, 4 noch. Ich wollte gerade eben fragen, ob ich schon über die 400 bin, aber da sind wir schon lange. Also ich könnte das jetzt noch 13.000 mal weitermachen, theoretisch. Ja, mir ist es recht, also jeder tut ein Dir, das ist nee, alles fein. Das geht okay. Schneller als Farm. Ich hab jetzt einen Stack von den Dingern fertig, ist wunderbar. Ansonsten habe ich jetzt erstmal gerade nichts Konkretes so vor. Wenn irgendwas ist, würde ich mich einfach bei dir nochmal melden, I guess. Ja, ich habe wenn du irgendwie ein paar Level oder so hast, das ist kein Problem, dann kannst du die schnell wieder auffüllen. Ich meine, das mit der Farm, das klappt ja. Ja, klar. So, dann gehen wir rüber. Okay, dann habe ich jetzt hier 64 von meinen Köpfen, 15 von den Toten, 5 von Sparkine und nochmal 5 von den Special-Köpfen. So, und dann kommen wir auf insgesamt, wenn ich es richtig gesehen habe jetzt, das war die 1, 2, 3, 4, 5 Special-Köpfe. Das waren die 5. Mhm. Dann 5 für Sparkine. 15 ja. Für Toten-Spark und ein Stack für Sparky-Spark. Also das waren ja perfekt. Mal die easiesten Songs in meinem Leben. Ach, geht. Alles klar, vielen Dank. War ein super Geschäft. Damit können wir wieder wunderbare Sachen machen. Und das würde ich sagen, gefallen wird ein bisschen. Ich danke dir. Gerne. Cool. Wie gesagt, ich melde mich mal sowas. Ist halt schwierig, so ansonsten allein ranzukommen. Cool. Safe, auf jeden Fall. Ich muss noch was für Peter bauen. Ich würde es unbedingt vorm Wochenende fertig kriegen. Ich habe mich gerade eben die ganze Zeit daran designt. Der wollte nämlich einen fetten Heli vor seine Farm haben. Keine Ahnung warum. Ja. Aber es ist ein Pain. Ich brauche von folgenden: einmal 8. Vielleicht sehr verwirrend. Down. Aber die musste ich extra photoshoppen für diesen Purpose. Oh Gott. Okay. Mhm. Was genau ist das? Warte, zeige ich dir gleich. Das wird nämlich Sinn ergeben. Okay. Das wird nämlich richtig sick aussehen. Ich schreibe einfach F. Ja, kurz so ein 6. Er hat geklaut. Haha. Wie immer. Ich glaube, das war's, oder? Achso, ja, das war's. Ja. So. Okay, pass auf. Ich zeig dir, wofür die sind. Weil so ein richtig militärischer Hubschrauber, der hat nämlich so bestimmte Wünsche, der wollte so einen aus Avatar haben, den ich abbauen sollte. Der hat so Raketen vorne dran, die so losgeschossen werden. Und ich habe, das Ding war, wie du siehst, der Kopf ist so ein bisschen weird gerade. Und ich musste das so photoshoppen, dass das Rote nach vorne zeigt, weil eigentlich zeigt das nach oben. Ja, und. Aber sind das Projektile oder was? Ja, genau, das sind dann so Projektile und die sind dann quasi so. Ja, machen wir erstmal den hier, der hat funktioniert. Okay. Dann brauche ich 2, das sollen so Screens sein quasi. Mhm. Okay. Mann, okay. Der letzte jetzt funktioniert, ich hoffe doch. Stirb, Zombie, stirb! Lass mich in Ruhe!
Ich will nur durch Sparks Hand sterben, nicht durch dich. Oder so. Ja. Ich meine, ich hab's gecallt, ich bin selber schuld. Du hast literally gesagt in der Sekunde. Ah, es hat funktioniert, oh mein Gott. Ja, von dem brauche ich drei. Das ist einfach nur Gold, aber warum nicht einfach ein Goldblock mit Armor Stand? Weil der. Goldblock mit Armor Stand. Achso, wir haben schon drei. Ja. Stimmt, ja, da sagst du eigentlich was. Stimmt, ja, geht ja. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Naja, egal. Ist ein bisschen einfacher zu platzieren. Ich meine, dann haben wir nicht so unnötig viele Entities auf dem Server. Ja, das wäre die andere Sache. Alle, die du haben wolltest, müssten in der Kiste liegen. Jetzt habe ich nämlich auch alle, die ich brauche. Dann kann ich nämlich gleich direkt diesen Heli bauen. Dann habe ich das auch endlich mal hinter mir. Weil das Ding, das wird schon echt fett aussehen. Ich habe es locker 2 Stunden lang darin designt, weil Helis sind echt ein bisschen mein Kryptonit, muss ich zugeben. Ja, so generell. Dinge, die in Minecraft nicht geben sollte, sind immer schwierig zu bauen. Auch beim Bankdesign von innen. Ich habe da auch ein bisschen gefaulenzt, ehrlich gesagt, bei der Deko, glaube ich. Da habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht, aber... Ja, das Schlimmste war, er wollte quasi, dass das Nether-Portal in dem Heli drin ist. Und das war actually eine kleine Challenge. Oh, ich habe vor, eigentlich vielleicht sogar noch ein Nether-Portal in ein Flugzeug reinzumachen. Da bin ich immer als Flugzeug über meiner Base, dann gehe ich da rein, da kann ich oben zur Goldfarm direkt hin. Ah, das ist eigentlich sick, ja. Stimmt. Aber ich wollte ein Flugzeug machen. Und die Idee habe ich schon lange gecallt. Ich mache das noch, irgendwann. Aber ja, ihr könnt den Heli machen. Übel nice. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in einem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.